Guten Morgen zusammen. Neues Outfit. Dreamer jetzt am Start. Gucken wir mal rein. Wir konnten ja schon mal was freispielen bei einem Cup und haben es dann dazu bekommen. Und bei einer guten Platzierung muss man dazu aber auch sagen. Und jetzt ist das ganze Outfit hier im Store angekommen. So schaut es aus. Ganz nice. Ich glaube, in den Leaks konnte man schon immer auch mal was erkennen und das sehen. Und ist jetzt kein super krasses Geheimnis mehr. Ich muss aber sagen, dass der Skin mir trotzdem sehr gefällt. Was mich jetzt aber gerade so ein kleines bisschen irritiert, ich schaue gleich nochmal rein, ist, dass du keinen Paketinhalt hast. Also der Skin ist cool, keine Frage. Gefällt mir wirklich. 1200 V-Bucks für so einen tollen Skin. Ich glaube, das hält sich auch noch in Grenzen. Aber du hast halt kein Paket. Ich kann kein... und es stand auch nicht in den Leaks, ich weiß, aber trotzdem wäre hier ein Rückenaccessoire schon irgendwie cool. Irgendetwas Cleanes, auch in dieser Farbkombination mit dem Silber und mit dem Blau, das wäre nice. Eine Spitzhacke und Co. wäre auch alles cool. Auch ein Hängegleiter, was Cleanes wäre cool. Aber zumindest mal... ein Rückenaccessoire, das hätte ich geil gefunden. Wir gucken nochmal durch, was es noch gibt. Das Seeker-Paket ist auch dabei, ist klar. Gilded Guy, meine Güte, jetzt ist es aber auch schon wieder früh. Der ist auch da, auch hier passt es. Hier bei dem Paket übrigens ist es ja auch so. Du hast im Prinzip ja nur den Gilded Guy am Start, okay. Kannst aber in dem Paket, bekommst du noch wenigstens sein Rückenaccessoire und seine Spitzhacke für 1800 V-Bucks. So hätte ich es mir beim Dreamer-Paket auch gewünscht. Ja, das wäre eine coole Geschichte. Auch hier seht ihr das. Mopse haben wir dabei und die Hundetasche kannst du auch einzeln dazu kaufen. Selbst wenn der Skin dann 1500 kostet oder 1200. Man muss doch die Möglichkeit haben, ein passendes Rückenaccessoire zu kaufen. Also das hätte ich auf jeden Fall cool gefunden. So, ansonsten glaube ich, hat sich zu gestern nicht so mega viel geändert. Hier bei täglich natürlich. Verge und Echo ist mit bei. Dann haben wir noch den einen oder anderen Shanti für das Team, ist auch ein Klassiker, coole Sache. Haben wir noch den einen oder anderen Stil dabei, aber ansonsten hier wieder Level-Up-Paket, jetzt das Prisma Pride-Paket, was gestern ja noch rauskam, Coachella, das hat sich alles nicht geändert. Hier dreht die Musik auf, viele Emotes noch am Start. Auch das sieht für mich alles gleich aus. Neon-Team, Nachtleben, DJ Bob mit den Leuchtstäben hier. Alles mit am Start. Also das, achso übrigens, die Gratis-Sachen für alle, die es noch nicht gemacht haben oder noch nicht verschenkt haben oder nicht zugekommen sind, müssten heute den letzten Tag drin sein, zumindest habe ich das gelesen. Auf jeden Fall mal Sonntag oder Montagmorgen im Item-Shop-Reset sollen sie nicht mehr drin sein. Weiß jetzt nicht, ob das dann immer alles so true ist, was man da liest, aber das ist das, was ich jetzt mit aufgenommen habe. Daumen nochmal als kleiner Reminder, holt euch das Zeug, bevor es rausfliegt. So, okay, das war's. Also die große Neuerung ist auf jeden Fall hier oben in diesem riesig aufgeblähten Item-Shop, wie ich finde. Das Dreamer-Paket für mich kleiner Wermutstropfen. Es gibt kein Rückenaccessoire dazu und auch keine Spitzhacke. Wenn ihr zuschlagt, trotzdem meine Bitte an euch, haut gerne meinen Creator-Code BestTime rein. Würde mich wirklich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Bis dann erstmal. Ciao, ciao.